Du bist Privatdetektiv? Da sind $20 drin, die gehören Ihnen. Deswegen bin ich nicht hier, ich sag doch, ich habe eine Nachricht. Du kannst dir als Privatdetektiv so ein Leben leisten? Die Nachricht bitte. Oh, ja, ja. Hör auf, nach Emilia zu suchen. Klar? Ich suche überhaupt nicht nach Emilia. Sie ist eine Person von Interesse, aber bitte, dann lass ich's. Jetzt können Sie mir von mir aus den Kopf abreißen. War nicht ernst, war nur eine Redensart. Emilia wird sich freuen, dass du die Nachricht so schnell begriffen hast. Das wird sie sehr freuen. Gut so. Also, ich muss dich noch eins fragen, dann sind wir fertig. Sie wollen wissen, wer mich beauftragt hat. Bingo, ja. Wir können es jetzt auf die sanfte Tour machen oder Glenn. Auf die harte. Was? Lily Glenn, 2N, alte Lady, hat mich beauftragt, ihre Nichte zu finden. Dienstag. Du gibst gerade deine Kundin preis. Eine wohlbedachte Enthüllung. Nein, nein, du gibst sie einfach preis. Ich stelle eine Frage und papapapapap, du gibst mir alle Informationen. Ich dachte, genau das wollten sie. Was? Es tut mir sehr leid, dass du die Nachricht nicht verstanden hast. Mir auch. Aber jetzt habe ich es begriffen. Alles klar, angekommen. Und jetzt? Ist die Botschaft jetzt klar? Ja. Sicher? Alles paletti. Gut, gib mir deinen linken Arm. Hä? Linker Arm, gib mir deinen linken Arm. Den ab. Nein! Los, her damit. Nein! Nein! Ist das eine Schnittwunde? Ich laboriere an einer Verletzung. Okay, wenn du zum Arzt gehst, dann sagst du ihm, du hättest eine Spiralfraktur an der Speiche links. Nein! Nein! Tief einatmen. Darf ich mir einen Apfel nehmen? Es geht um einen Mann. Fred ist sein Name. Fred? Er ist verschwunden. Verschwunden? Ich mache mir schreckliche Sorgen. Fred war nämlich noch nie so lange weg. Wie lange ist er schon verschwunden? Seit der Trauerfeier. Ich kann sofort anfangen. Könnten Sie vielleicht von Anfang an erzählen? Weil warum? Ist doch sowieso egal. Sowieso egal? Sie haben auf uns geschossen. Ich finde das nicht egal. Okay, okay. Ich habe einen Film gemacht. Einen Film mit Dean, meinem Freund. Geplant war, dass wir einen Experimentalfilm drehen. Einen künstlerischen Film. Pornofilm? Es ist kein Porno. Es geht um einen Mann. Er ist verschwunden. Verschwunden? Ich mache mir solche Sorgen. Fred war nämlich noch nie so lange weg. Seit wann ist er verschwunden? Seit der Trauerfeier. Also ich könnte sofort anfangen. Sie sind Privatdetektiv? Mein Aufgabengebiet ist sehr kompliziert, ja? Vielfältig. Das ist ja Blut. Viel Blut! Sie verprügeln Leute und kassieren dafür Geld? Ja, traurig, oder? Was kostet es, wenn Sie meine Freundin Janet verdreschen? Was? Wie viel hast du? 30 Mäuse. Alles klar, das Gespräch ist hier beendet. Die Mafia versucht, ihre Geschäfte nach Los Angeles auszuweiten. Irgendwie ist Emilia darin verwickelt. Bitte, finden Sie sie. Kennen Sie das Mädchen? Was bekomme ich dafür? Wir können es auf die sanfte Tour machen. Au! Das war gerade die sanfte Tour. Ihr hattet mir doch einen 20er angeboten. Die Wirtschaftskrise. Der Fall wird Aufmerksamkeit erregen. Hat er bereits. Wo ist Emilia? Was läuft denn hier? Da ist einer, der will uns umbringen. Das läuft hier. Hey, können Sie sich mal wie ein Profi benehmen? Tut mir leid. Sie ist in Gefahr. Wir müssen was unternehmen. Sie ist tot. Sie ist nicht tot. Sie ist tot! Sie ist nicht tot! Warum sterben eigentlich alle, die mit dem Fall was zu tun haben? Das sind doch nicht Sie. Sie sind keine Mörderin. Sie hat 3 Leute umgebracht. Nein, ich meine so im Innersten. Wenn du hier reinkommst und mich vermöbelst, okay. Gehört mir sowas dazu, akzeptiere ich. Aber was du machst, regt mich einfach auf.
Bevor wir das Jahrhundertverbrechen aufklären, muss erstmal die vergammelte Leiche weg. Ich habe einen Plan. Weg hier.